Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich hoffe, ihr habt mein voriges Video gesehen. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt habe ich es noch nicht gesehen, weil es noch nicht fertig ist und das Bild trocknet noch. Das Bild mache ich ja jetzt kurz danach, weil ich noch Farbe übrig habe. Ich habe ja dieses Kunst, also das von Thomas Philips, habe ich reingemacht. Ist ein Schlussanstrich normalerweise glänzend und wollte ja testen, ob es dann auch glänzt, wenn es trocknet. Und wie gesagt, ich weiß es noch nicht, mache jetzt aber noch ein Bild. Ich habe noch Kupfer dazu gemacht, weil mir das Bild ein bisschen zu fad war. Und lasst euch überraschen, ich werde einen Flipcup machen, ich werde wahrscheinlich einen Swipe machen. Einfach ein schönes Bild und hoffe, dass das vorher geklappt hat, das Bild. Dann wird das auch gut. Also lasst uns starten. So Freunde, ich habe etwas mehr angerührt gehabt, weil es bringt nichts, wenn ich ein bisschen Farbe mache und die Hälfte von diesem Zeug rein, dann bringt es uns bei größeren Bildern ja auch nichts. Oh, was ich jetzt vergessen habe, um meinen Rahmen zu holen, ist aber gleich passiert. Zack, zack, zack. Lauter Aufregung. Ihr seht, ich bin immer doch bei jedem Bild mal aufgeregt, weil mir das einfach Spaß macht und die, wo es anschauen, denke ich mal auch und auch immer schön finde, wenn ich euch etwas inspirieren kann. So, also das ist das Kupfer. Da habe ich jetzt auch so ca. 10% von dieser Acryllack glänzend reingemacht. Ja, das Bild ist auch 30 auf 24 cm, also kein großes, hups. Und ich habe ja in das Grün und in das Blau zwei Tropfen Cell Creator reingemacht. Genau. So. Ja, das ist schön hell, das ist gut. Obwohl es so dunkel aussah. Und zwar haue ich den jetzt einfach dran. Genau nebendran. Da kenne ich nichts. Hol mir schon mal meinen kleinen Spachtel her. Den lasse ich langsam rauslaufen. Wieder viele Luftbläschen drin. Komm, wir erhitzen das gleich mal, dann haben wir auch gleich die Zellen und die Luftbläschen draußen. Das stinkt mir ja, wie gesagt, ein bisschen. Aber gut, also mit den Luftbläschen. So. Jetzt spielen wir ein bisschen mit dem Bild. Ich soll es vielleicht aber noch ein bisschen verteilen erst. Fällt mir gerade so ein. So, aber das reicht schon. Passt mal auf. Doch, ein bisschen machen wir rein.
das Weiß drauf. Besser ist das. Der war nicht gut. Dreh jetzt aber mal das Bild um. Nee, das lassen wir so. Nicht zu viel machen. Okay. Weil jetzt lassen wir es nämlich noch etwas laufen. Ich hoffe, ich bin im Bild. Die große Zelle wollte ich eigentlich nicht verlieren. Und jetzt, wenn wir das soweit alles voll haben, lasse ich das wieder zurücklaufen. So, crazy. Schauen, dass wir die Kanten wieder zu haben. Okay, groovy. Also ein ganz einfaches Bild, aber abwarten. Komm, ich nehme mal den Brenner. Da will ich gar nicht mehr so viel, weil sonst kommt zu viel raus. Okay, gut, das reicht schon. Ich lasse es jetzt mal wieder einwirken. Ihr werdet sehen, was da noch rausgekommen ist danach. Und dann zeige ich euch es gleich von nahem wieder. Und wie gesagt, ihr müsst immer beachten, das Kupfer kommt erst richtig schön raus, wenn es getrocknet ist. Für die, die es noch nicht wissen. Also, bis gleich. So, Freunde. Ich habe es jetzt so circa 10 Minuten wieder einwirken lassen. Was ich ja cool finde, diese großen Zellen. Also wie gesagt, mit dem Cell Creator gemacht und nur zwei Tropfen. Da habe ich ja geswiped. Das gibt auch cooles Netz. Ja,
Da müssen wir einfach abwarten, wenn es getrocknet ist. Ich denke mal, das zeige ich euch dann auch, damit ihr auch den Unterschied mal wieder seht, wie es nass aussieht und dann natürlich, wenn die Farben richtig wieder kräftig rauskommen, getrocknet dann aussieht. Und jetzt hier das getrocknete Bild. Ihr könnt es jetzt gleich auf den ersten Blick sehen. Jetzt ist das Kupfer trocken. Und natürlich haben wir dann hier gleich eine schöne kontrastreiche Farbe. Anders wie wenn es nass ist. Ihr seht es vielleicht auch ein bisschen, einen leichten Schimmer haben wir drin. Also ich denke mal, wie gesagt, wenn man mehr davon nimmt, wird es noch besser. Aber auch, wie gesagt, dieser zweite Vorteil, dass die Zellen nicht so stark verlaufen. Also richtig gut eigentlich. Vor allem diese große Zelle hier rechts. Ihr seht eigentlich, da hat sich nicht viel verändert. Okay, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, bye.